liebe Filmfreunde, hier ist euer Voorhees 80 mit einem neuen Voorhees schaut an Video für euch. Ich komme gerade vom Schwimmbad. Wir haben 34 Grad außen. Die Emma ist gerade eben auf dem Geburtstag und übernachtet auch dort. Und bei der Temperatur bei 34 Grad habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr rauszugehen. Und deswegen opfere ich jetzt mal meine Zeit für einen den Science-Fiction-Klassiker schlechthin, der wirklich Filmgeschichte geschrieben hat und der wirklich bahnbrechende Erfolge hat, aber leider der Film bei mir völlig abgekackt ist beim ersten Mal gucken. Muss ich wirklich zugeben. Und zwar, es handelt sich hier um den Film 2001 Odyssee im Weltraum. Oder für viele Odyssee beim Film gucken, kann man sehen, wie man möchte, denn der Film geht nämlich 149 Minuten und ist von Stanley Kubrick und zählt einer von den Kultfilmen eigentlich aus den 60er Jahren, muss man wirklich sagen. Von den Effekten natürlich bahnbrechend, schaut wirklich sehr gut aus, aber ja, es ist natürlich ein sehr spezieller Film. Lieber Grüße hier an den lieben Kadaver 2047, der meint, ist ein Arthouse-Science-Fiction-Film. Und muss ihm leider auch da recht geben. Aber ihr wisst ja, ich versuche meinen Horizont zu erweitern und gebe jetzt diesen Film noch mal eine zweite Chance mit euch vor der Kamera. Denn ich weiß nämlich auch, warum es mal letztendlich mal nicht so funktioniert. Nämlich, dass man dieses Problem hier, das Problem war nämlich hier so rum, ja, das Problem. Wenn mich mein Film extrem langweilt, dann schalte ich irgendwann ab und schnurre aufs Handy. Das muss ich wirklich zugeben. Aber jetzt durch diese Kamera hier werde ich eben beeinflusst, nicht schnell aufs Handy zu gucken. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich mich jetzt darauf richtig gut auf diesen Film konzentrieren werde. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss auf Play drücken. Meine Frau hat sich auch geweigert, diesen Film anzugucken. Vielleicht habe ich noch nicht ganz so schmackhaft ihr beschrieben, wie er eigentlich sein soll. Aber gut, zum Schluss gibt es noch mal meine persönliche Meinung zu diesem Film. Beim ersten Mal, wie gesagt, ich fand ihn wirklich ganz furchtbar langweilig. Aber jetzt, ich gebe mir eine zweite Chance und dann werden wir sehen, wie mir dieser Film dann gefallen hat. Wir setzen uns nach hinten, aber vorher werde ich mir ein Aufputschmittel noch einschmeißen, nämlich eine klitzekleine Koffeintablettchen, denn ich trinke ja keinen Kaffee, und hoffe mal, dass der mich auf jeden Fall auch wach hält, denn ich bin eigentlich schon ein bisschen am Ende durch dieses ganze Schwimmen von mit Emma. Und let's go. Warum fällt es mir so verdammt schwer, diese Scheiß-Tablette zu schlucken? Ah, Gott, scheiße. Tut mir leid, ich bin Rübser, aber die Tablette kam wieder hoch. So, okay. Und wenn wir sagen, wir gehen nach hinten. Das kleine Spiegel da an der Wand zeigt euch den Film mit an der Wand. Also, los geht's. So, ich habe es mir jetzt bequem gemacht. Die Koffeinbelle ist jetzt kurz da unten drin. Und jetzt werden wir jetzt mal auf Play drücken. Und viel Spaß mit 2001 Odyssee im Weltraum oder Odyssee auf dem Sofa. Und Play. Thank you.
liebe Filmfreunde, der Film ist zu Ende. Und seht ihr die Fragezeichen um mich herumschwirren? Ja, wir sprechen uns gleich zu dem Film. Ich habe es versucht. Bis gleich. Ja. 2001 Odyssee im Weltraum ist vorbei. Und ja, ich habe diese Stunden nicht geschlafen. Nein, habe ich nicht. Ich habe wirklich durchgehalten. Am Anfang habe ich schon bemerkt, habe ich mich unterhalten, denn da war eine Frau mit dabei gesessen und wollte sich mal den Anfang mal angucken, aber sie ist dann ganz schnell geflüchtet. Und ja, ich habe schon bemerkt, das Video verging recht schnell, weil ich eigentlich recht wenig Emotionen gezeigt habe bei diesem Film. Liegt aber auch daran, dass eigentlich recht wenig Emotion bei diesem Film auch dabei ist, wie ich jetzt persönlich finde. Und ja, es war meine Zweitsichtung und ich habe schon gemeint, bei der Erstsichtung war es wirklich ein schwerer Schritt, dich da durchzuquälen. Jetzt bei der Zweitsichtung habe ich schon mal gewusst, auf was ich mich da einlasse. Aber auch da muss ich wirklich sagen, es war wirklich wieder ein schwerer Gang, diese 2,5 Stunden durchzustehen. Und ja, ich weiß, dieser Film ist ein Kultfilm ist ein Meilenstein von der Filmgeschichte, einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Das mag alles sein. Aber für mich ist es halt auch wichtig, auch eine Handlung zu haben. Und ich weiß, viele Filme haben einfach auch keine Handlung, es ist einfach bloß spektakulär ausschauen. Das macht auf jeden Fall auch dieser Film auf jeden Fall auch. Aber für mich einfach immer noch sehr wichtig, einfach die Handlung Anfang, Mittelteil und Schluss und so wenig Fragen wie möglich sollen offen bleiben. Das ist meine persönliche Filmgeschmack, wo ich gerne sowas mag. Vielleicht bin ich einfach zu blöd für diesen Film, kann ich auch sein, ja, auf Fränkisch gesagt. Ja, okay, wir werden jetzt einfach mal mit diesem Film angucken, besprechen. Ich habe auch mich ein bisschen was rausgeschrieben, zwei Sachen über diesen Film rausgeschrieben. Ich möchte auch ein bisschen was über diesen Film erzählen, denn dieser Film hat nun mal eine recht große Ansehnlichkeit von diesem Film, aber ich möchte auch einfach meine eigene Interpretation auch reinsagen in diesem Video, wie ich jetzt diesen Film persönlich für mich empfinde und auch für euch vielleicht. Andere mögen diese Filme, wie zum Beispiel Kadaver 2047, liebt diesen Film oder mag gern diesen Film, weil er eben sehr speziell ist. Dieser Film ist auch wirklich sehr speziell, also nicht jedermanns Geschmack. Meine Frau, wie gesagt, ist gleich geflüchtet, nachdem sie die ersten 10 Minuten durchhalten müssen und noch kein einziges Wort gesprochen wurde. Ich habe es durchgehalten, ich habe auch wirklich durchgezogen, fast nicht aufs Handy zu gucken. Ich muss mal ganz kurz meine Vorstellung machen. Pass auf, das Essen ist fertig. Kannst mal anfangen zu kochen. Ja? Okay, lange Rede, kurz, wir fangen einfach mal an. Also 2001 Odyssee im Weltraum ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1968 und Regie führt natürlich niemand Geringeres als Stanley Kubrick. Stanley Kubrick ist wahrscheinlich jeden ein Begriff. Er hat auch Tage des Ruhms gemacht. Spartacus, ein überragend genialer Film. Full Metal Jacket, ein überragend genialer Film. The Shining und natürlich noch viele weitere Klassiker hat er gemacht, die ich auch immer wieder angucke. Ja, soweit dazu. Um was geht es eigentlich bei diesem Film? Und das ist schon mal hier das größte Problem für mich, diese Frage zu beantworten. Ja? Man kann sagen, die Handlung wird in 4 Handlungsstränge aufgeteilt. Nummer 1 ist nämlich hier Aufbruch der Menschheit, also Dawn of the Man. Da sieht man den Anfang der Evolution, hier die Affenmenschen, wenn man eben hier sieht. Man wird einfach auch hier diesen Film einfach reingeschmissen und was ist, dann kommt dieser Monolith, auf einmal fassen diese ganzen Dinger, diese Affen, dieser Monolith an, auf einmal nehmen jetzt einen Knochen und bla 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 bla. Also es wird eigentlich so gut wie nichts erklärt bei dem Film. Dann die zweite ist auf einmal, man schwenkt dann in die Zukunft nach diesen Affen zu der Mondstation Clavius. Da bekommt man zu erfahren, dass halt irgendwas auf Jupiter wohl ist, beziehungsweise auf dieser Clavius-Station, dass eine Seuche ausgebrochen ist, aber es ist eigentlich nur eine Tarnung, weil sie nämlich dort anscheinend ein Leben entdeckt haben und dort reist ihnen dann diese Wissenschaftler hin und findet einen neuen Monolithen dann und der eben dann einen Strahl in den Jupiter schickt und dann 12 Monate später reist eben dann das Raumschiff Discovery One zum Jupiter, das ist eben dann das Kapitel 3 und dort
wird dann plötzlich an dieser HAL 9000 eben ein völlig verrückter Computer und versucht die ganze Mannschaft zu zerstören. Und der Schluss dann ist dann noch eben die Wiedergeburt auf dem Jupiter und da bin ich dann völlig ausgestiegen. Ich gebe zu, da bin ich dann völlig ausgestiegen, habe dann nichts mehr kapiert. Ich habe ja auch mal dann Wikipedia mal durchgelesen, was ist da bei diesem Film, was da dann passiert. Trotz alledem, es wurde mir auch nicht erklärt, was dann das Ende eigentlich bedeutet. Der Film bietet natürlich sehr viel Spielraum zur Interpretation, extrem viel Interpretation, man muss das hier viel hineinversetzen. Dann natürlich Themen wie Existenzialismus, dann menschliche Evolution wird hier mit rein interpretiert, Technologie, künstliche Intelligenz und natürlich auch Existenz des außerirdischen Lebens. 2000 Odyssee ist natürlich auch ist natürlich auch ein Blickfang für korrekte Darstellung der Raumfahrt, extrem bahnbrechende Special Effects oder die auch mehrdeutige Bildsprache, wird auch dargestellt. Aber das ist natürlich auch einfach auch mein großes Problem. Diese Bildsprache und natürlich auch diese wenigen Dialoge, die jetzt hier auch fortgeführt gesetzt werden. 2001 wurde auch für vier Oscars nominiert und auch Stanley Kubrick bekam auch einen Oscar für die beste Regie und auch beste Special Effects, was auf jeden Fall auch komplett auch richtig ist. Der Film zählt als heutzutage für einen von den besten Science-Fiction-Filmen aller Zeiten und wurde 2008 eben auf Platz 1 darauf gekürt und ist auch als immer noch der einflussreichste Filme oder Science-Fiction-Filme von der damaligen Zeit, die auch viele weitere Filme wie zum Beispiel Alien, Star Wars, Star Trek auch mit interpretiert haben oder auch mit angereizt haben, solche Science-Fiction-Filme zu machen. So, okay, dann gehen wir zu den Dreharbeiten über. Die Dreharbeiten begannen am 29. September 1965 in Shepperton Studios in Shepperton, England, da eben recht große Hallen gebraucht worden sind, um eben alles aufzubauen, wo eben auch eben genau dieses spezielle Studio eben auch ausgewählt. Es wurde in Super 8, Super Panavision 70 gedreht, also 70mm Filmnegativformat wurde gedreht und auch 35mm Filmkopien wurden dann mit dem Technicolor-Verfahren erstellt. Kubrick begann dann mit dem Film im März 1968 und am 2. April war dann die Weltpremiere in dem Uptown Theater in Washington DC. Und bevor dann der Film am 6. April dann weltweit oder in den USA in die Kinos kam, wurde er nochmal um 19 Minuten geschnitten. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Film 4,5 Millionen US-Dollar mehr gekostet als sein ursprüngliches 6 Millionen US-Dollar Budget, also knapp 10,5 Millionen gekostet und war auch 16 Monate nach seinem geplanten Veröffentlichung eigentlich auch war auch hinterhergelegen. Der Film war damals der erfolgreichste Film 1968 und hat über 190 Millionen US-Dollar in die Kinokassen eingespielt. Zu den Special Effects gibt es ja auch einen kleinen Hinweis noch. Der Film ebnete wirklich den Weg für die Frontprojektion und zum Beispiel Anfangsszenen von Afrika wurden Dias verwendet von der afrikanischen Landschaft und wurden über einen halbtransparenten Spiegel über eine hochreflektierende Leinwand projiziert und die Darsteller darauf agierten. Diese Technologie produzierte eben weitaus realistische Bilder als die damaligen Methoden, aber wurde jetzt dann abgesetzt durch den ganzen Bluescreen mit den ganzen vielen Special Effects. Auch die Darstellung der Weltraumsequenzen wurden erstmals mit sehr große, detailliertreiche Modelle aufgebaut, deren Außenhaut auch mit Plastikmodellen aufsetzen, auch verziert worden sind. Und die Raumstation zum Beispiel, wo man hier sieht, war über 2 Meter Durchmesser gehabt. Und das Raumschiff Discovery war beinahe 20 Meter lang. Also wirklich der Wahnsinn. Diese Modelle wurden auch einem Vorläufersystem des Motion Control Technik gefilmt. Die Kamera wurde eben auf Motoren und auf Schienen gesetzt. Und somit konnte man eben perfekte Aufnahmen machen von diesen Raumschiffen. Und auch die Kamera wurde auch statt abgeblendet, damit die Abblendung eben diese Tiefe und Schärfen vermied, damit die auch wirklich realistisch rüberkommen, weil sonst würden sie ausschauen eben wie Modelle. Und das, muss ich wirklich sagen, haben sie wirklich extrem gut hingebracht. Ja, noch ein bisschen Wissensweise über diesen Film. Stanley Kubrick hat auch sein komplettes Set alles zerstören lassen, weil es sollte keine weitere Fortsetzung zu diesem Film kommen und es soll auch keine Nachahmungen zu diesem Film geben. Und deswegen wurde auch eigentlich ein komplettes Set, auch die ganzen geschnittenen Sachen auch komplett
ja, zerstört und vernichtet. Und in den ersten 25 Minuten oder in den letzten 22 Minuten wird insgesamt kein einziges Wort gesprochen. Und der komplette Film wird 70% des Films kein einziges Wort gesprochen. Also hier wirklich eine lange Zeit verlaufte von 2 Stunden und 28 Minuten. So, okay, so war ein bisschen was Wissenswertes über diesen Film an sich. Er ist wirklich ein bahnbrechender Film gewesen von Special Effects her. Und jetzt komme ich zu meiner persönlichen Meinung. Ich will nochmal zu meiner persönlichen Meinung, nicht zu der Meinung der Allgemeinheit, sondern meine persönliche Meinung, wie ich gerne Filme angucken möchte. Ja, also ich will jetzt auch hier diesen Film nicht schlecht reden, gar nichts. Nein, ich möchte einfach diesen Film für mich objektiv reflektieren, wie er ihm mir gefallen hat. Bei der ersten Sichtung fand ich ihn extrem langweilig. Auch bei der zweiten Sichtung war es jetzt nicht ganz anders. Er war halt immer noch sehr langatmig. Man hätte diesen Film auch wesentlich kürzer machen können. Natürlich hat man jetzt hier auch diese ganzen Special Effects hier, was ich hier wirklich positiv herausheben muss. Diese Special Effects von damals sind wirklich grandios gemacht worden. Diese Raumschiffe schauen immer noch extrem realistisch aus. Auch die 4K-Umsetzung jetzt bei diesem Film, jetzt wo man hier in dieser Auflage jetzt hier hat, ist wirklich wahnsinnig, extrem scharfes Bild, extrem scharfe Modelle. Man denkt wirklich, diese Schiffe sind wirklich echt. Also hier gibt es einfach nichts zu bemängeln, wirklich wahr, und schaut tausendmal besser aus als irgendwelche CGI-Schlachten, die es jetzt in den heutigen Filmen gibt. Das ist wirklich ein bahnbrechender Erfolg gewesen von den Special Effects hier von diesem Film. Muss mir wirklich sagen, stellt wirklich jedes CGI in den Schatten und macht einfach wirklich extrem viel Spaß, diese Modelle anzugucken, und wirkt immer wieder, wenn ich es so sehe, immer wow. Auch die Anfangssequenzen hier wirklich sehr bildgewaltig, auch sensationell in Szene gesetzt, ob jetzt mit Schattenbewegungen, die Kameraführung von den ganzen Charakteren hier auch wirklich sehr gut gemacht. Und auch natürlich die musikalische Malung hier, sehr Gänsehaut-Feeling, habe ich schon mal am Anfang des Videos schon mal euch dann gezeigt, dass ich wirklich Gänsehaut bekommen habe. Ja, es ist wirklich sehr schön, passt auch alles wunderbar zusammen und wirklich hier von den ganzen Darstellungen, von den ganzen Special Effects, alles komplett wirklich rundum ein grandioses Meisterwerk. Muss man wirklich sagen, ein Meisterwerk. Aber jetzt kommen wir zu meinen negativen Punkten, und das ist für mich einfach die Handlung. Die Handlung ist für mich einfach das komplett Negative von diesem Film, denn die Handlung ist extrem verwirrend. Entweder bin ich wirklich einfach zu dämlich für diesen Film, das kann natürlich auch extrem sein, oder ich kann mir einfach nicht so viel hineininterpretieren bei diesem Film. Mir hat es wirklich zum Schluss auch die Fragezeichen rausgehauen. Ich denke mal, man hat es mir auch in dem Video angesehen. Was ist jetzt hier los? Der Schluss war für mich völlig Humbug. Es wird nichts erklärt. Absolut nichts, und ich mag einfach sowas nicht. Ja. Genauso wie auch einige Handlungsstränge werden einfach komplett dann einfach über Bord geworfen, es passiert nichts mehr. Warum wird auf einmal dieser Halt 9000 hier, dreht er durch, und warum bringt er die ganzen Wissenschaftler um? Es wird nichts erklärt, warum. Ja, natürlich soll es in diese künstliche Intelligenz sein, dass man auch mehr als Menschsein denkt, das kann jetzt schon so interpretiert werden. Und da wird einfach viel zu wenig erklärt. Auch der Anfang, dass man, okay, sie langen den Stein an. Oh, jetzt haben sie Evolution bekommen. Oh, yes. Ja, klar, ist völlig logisch. Ne? Wenn man so einen Stein anfasst, dann wird man hier, klar, völlig klar. Völlig klar. Ja, es gibt bei diesem Film extrem viele offene Fragen. Das mag ich überhaupt nicht. Man wird wirklich da hineingeschmissen, und man hat einfach, das ist wirklich mein großes Problem, die Handlung. Ja. Auch, jetzt bin ich komplett raus. Scheiße. Muss man noch sagen? Ich weiß nicht mehr. Dieser Film hat mich wirklich fertig gemacht. Wirklich, weil ich habe ihm eine Chance gegeben, aber wirklich diese Handlung, es hat einfach keine Hand, keinen Fuß. Viele, ihr könnt mir jetzt gerne mal reinschreiben, wie ihr diese Handlung interpretiert. Das würde mich jetzt auf jeden Fall extrem interessieren. Lieber Manfred, auch du, schreib mir bitte mal die Interpretation von deinem Kopf da rein. Denn irgendwie habe ich da wirklich einen kompletten Blackout. Also zum Schluss war ich komplett weg. Wo mir diese verschiedenen, auch bei Wikipedia, nachdem ich es ja auch geguckt habe, wird auch nicht viel erklärt, was denn das Schluss eigentlich dann bedeutet. Ja, warum kommt dann dieses Baby-Embryo in diesem Gebärmutter hier dann zur Erde? Und what the fuck? Ja, keine Ahnung. Also für mich ist natürlich das von der künstlerischen Seite ein Meisterwerk, von der Handlung her ein völliger Humbug. Und deswegen bekommen jetzt der Film von mir 7 von 10 Punkten.
Ich kann ihn einfach nicht mehr geben. Es tut mir leid. Ich würde lieber 6 von 10 Punkte geben, weil nur Effekte ist für mich einfach nicht genug. Ja, aber 7 von 10 Punkte bekommt von mir jetzt eben 2001 Odyssee im Weltall. Viele werden mich jetzt dafür hassen, aber ich denke mal auch, viele werden mich auch verstehen. Eventuell, wie gesagt, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr darüber freuen, dass mir irgendjemand die Handlung richtig erklärt. Wäre wirklich ich mir sehr dankbar. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen von Odyssee im Weltall. Ich habe es wirklich getan, diesen Film anzugucken vor der Kamera. Und ich bin auch dankbar, dass ich es vor der Kamera gemacht habe. Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich garantiert sehr oft auf mein Handy geguckt. Wo liegt es denn hier? Denn das ist so ein Film, da kann man auch einfach mal abschalten. Man muss wirklich an diesem Film auch dranbleiben, aber auch das hat bei mir nichts geholfen. Ich bin dran geblieben, war wirklich mit Scheuklappen da gesessen. Ich habe mich auf nichts anderes konzentriert als auf diesen Film, aber es hat sich nichts geändert. Der Film ist einfach für mich weiterhin ein sehr anstrengender Film, den ich mir nicht so oft angucken werde oder angucken muss, ganz ehrlich. Ja, 7 von 10 Punkten bekommt für mich 2001 Odyssee im Weltall von Stanley Kubrick. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr diesen Film findet. Ich würde mich freuen auf eine Erklärung der Handlung. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Guckt auch nochmal mein Filmtagebuch an von der Kalenderwoche Nummer 34. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss mit Ö und Beep.